Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Wir schauen jetzt hier mal, was wir hier sonst noch so mit diesem guten Herrn hier quatschen können und sehen mal, was dabei so rauskommt. So, da muss ich gerade selbst mal schauen, was wir hier so alles haben. Der scheint sich ja super mit Frauen auszukennen. Sag doch mal, was haben wir hier sonst noch? Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha, und ob? Wieso fragst du? Weil wir hier der Frauenheld sind und Tipps austauschen wollen. Warum sonst? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Das ergibt total Sinn und ich glaube, Rufus hat auch alles verstanden, genau wie ich. Sphärisch und kubisch und bla. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, man kann eine Schraube, aber niemand... Das klingt für mich wie ein Rätsel, wenn wir das ständig wieder anhören können. Dass wir hier doch irgendwas... Er meint ja auch mit Stromumkehrer. Vielleicht sollten wir dann später irgendwie Stromumkehrer... Dass wir da irgendwie was mit sphärisch und kubisch und wie auch immer. Ich glaube, ich lege mir da auch gleich mal meinen Zettel bereit. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve Flansch geben. Ist doch logisch. Natürlich, und es ist definitiv ein Rätsel. Definitiv irgendwas mit Stromumkehrung. Kehren. Was ist die Mehrzahl davon? Ich habe keine Ahnung, aber es wird definitiv ein Rätsel sein. Da gebe ich euch zu 99% nicht recht, sondern ich sag's euch zu 99%. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Ich hab Angst vor dem Rätsel. Bitte nicht. Aber, Rufus, ich kann dir mal ganz kurz einen Frauentipp geben. Nein, ich gebe dem jetzt keine Frauentipps. Aber ist es nicht so, dass die Mädchen dann eher auf das Außergewöhnliche stehen? Also, Typen wie Rufus, da muss ich gerade mal räuspern, Entschuldigung. Nee, aber vielleicht hat die Gold ja wirklich was für ihn übrig. Wir wissen es nicht. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. Vier Speichen... Schrauben. Zwei Speichen. Klemmen. So einfach. Ich hab Angst. Aber, ich denke, ich hab Angst vor dem Rätsel. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Nein. Also der Rufus, der ist schon, der ist Frauenversteher, ist Bastler. Also das ist schon Multitalent, ne? Ein Tausendsasser ist das. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Wie nett eigentlich. Ja, ich glaube, wir haben alles durchgequatscht. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Natürlich, aber ich denke, ich werde hier noch ein paar Mal vorbeikommen wegen deines Rätsels. Also da kannst du dir schon mal sicher sein. Hier. Wow, das ist ja eine Mindbike-Lampe. Damit könnte man... Ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Aber hör dir das doch wenigstens an. Ich bin auf jede Hilfe angewiesen. Was ist das? Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt.
unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab, aber gründlich. Okidoki. Ja, Rufus hat Herpes. Ich glaube, die Gold wird den wirklich sehr, sehr gerne küssen wollen. Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Natürlich. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Können wir das jetzt mitnehmen? Was ist denn das? Wirklich? Achso, wisch sofort den Flaschenhals ab. Wisch sofort den Flaschenhals ab. Ja, keine Ahnung, was ist gerade für ein Problem, weil ich habe aber nichts zum Flaschenhals abwischen, bla, mach's doch selbst. Doc hatten wir schon. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Zu Hause wahrscheinlich, die feiert gerade eine Party, ne? Eine Aftershow-Party. Vom Rufus, dem großen Helden. Na, wenigstens können wir das mitnehmen. Na Mensch. Rote Signallampe. Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt... Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, was das hier so soll. Eine Wartungsklappe haben wir auch, na Mensch. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Als ob. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Okay, den schmutzigen Spiegel, können wir den vielleicht Doc zeigen? Ich weiß es ja nicht, ich guck mich einfach mal ein bisschen um. Spiegel kann man übrigens verwenden, um... Ja und so weiter. Ich brauche... Oh nein, oh Mann, Rufus, du bist so ein Idiot, also echt. Eins steht fest, das ist nicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Ja, das sehe ich auch so. Ugh, zu hoch. Wir müssen bestimmt die Wartungsklappe nehmen, dann kommt das hier runter. Oder wir ziehen am Skelett. Hey, du! Du komm schon da runter! Ups! Oh. Ein Bein reicht mir. Ein Bein reicht aber mir. Aber du sollst es runterziehen, du Hustensaft. Der Gleisarbeiter hat offenbar seine letzte Weiche gestellt. Na, ja, das glaube ich auch. Der hat sich erhängt, oder was? Oh Gott! Hätte er wenigstens den Schlüssel unten ablegen können. Sowas Konstruktives, das regt ihn schon wieder auf. Also kontraproduktiv und einfach... Also das sehe ich schon als sehr egoistisch an, den Schlüssel einfach hier zu behalten. Bis zum Horizont Tetris. Ah ja, das hatten wir schon, Rufus. Weißt du nicht mehr, letzte Folge. Wie komme ich doch her, Mensch. Sag mir das doch gleich. Hier. Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Natürlich. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ha, Licht, endlich. Hä? Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich mir auch nicht. Also überhaupt nicht. Ja, wie komme ich denn da jetzt rein? Das ist hier die Frage des Tages, ne? Ja, also ich bin jetzt hier durchgegangen, habe alles angeguckt und kann sagen, dass ich definitiv eine Ahnung habe, wie ich weiterkomme. Nicht. Ah, hier haben wir noch was. Wenn ich Müllsucher werden wollte... Achso, das hatten wir, glaube ich, schon. So, hier hoch wollte ich ja auch noch. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte, liebe... Ach ja. Ja, Rufus. Oder wenn wir jetzt doch mal... Konnte man dort noch irgendwo hingehen? Ja, Rufus, wir haben es kapiert. Du brauchst immer ein bisschen lange zum Laufen. Weichenstellkasten. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze hier soll. Und krieg schon wieder ziemlich viel Angst. Vielleicht können wir mit dem Skelettbein irgendwas machen. Kranarm. An den Kranarm hängen. Ist eine gute Idee, Rufus. Nicht solange ich noch zwei eigene, gesunde Beine habe. Ja, du kannst doch... Ja, ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber...
Wir könnten es ja probieren. Ich habe später noch Zeit, meinen gefürchteten Drei-Punkte-Wurf im Trashcan-Ball zu üben. Vielleicht ist der nützlich. Ich meine, wozu brauchst du so ein Bein? Vielleicht an den Kranhebel? An den Kranhebel? Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Also das war jetzt hier nur so, ich probiere alles mit allem Funktionen. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt hier wollte. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Ja, und wozu brauche ich das jetzt genau? Immer noch nichts. Wozu habe ich doch das hingetan? Was soll das? Keine Ahnung. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Und Glück hast du ja sowieso schon viel zu viel, Rufus. Nein, wahre Kreativität braucht keine roten Signallampen. Ich wüsste gern, was sie braucht, Rufus. Also, irgendwas muss ja funktionieren. Wenn ich hier nach unten gehe... Ja, Rufus, mach mal ein bisschen schneller. Ach so, da komme ich jetzt einfach wieder hier hin. Ja, ich weiß definitiv, was ich machen soll. Nicht? Ich denke, ich habe auch alles eingesammelt, was hier einzusammeln war. Kann ich noch irgendwas am Kran machen? Ich meine, den Sitz habe ich ja jetzt. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber irgendwas wird es bringen. Vielleicht den Spiegel hier rein. Ich halte nichts von Rückspiegeln. Mein Blick ist immer nach vorne gerichtet. Egal, wie laut sie rufen. Also mit ihm zusammen wohnen würde ich schon irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das denn? Ich hätte da schon ein bisschen Angst. Aber ich habe gerade überhaupt keinen Plan, was ich machen soll. Kann, will, keine Ahnung. Ja, geh einfach mal hier. Achso, ich dachte, da geht es hier über den Schrotthaufen quer dahin. Aber er ist sehr schnell. Ich merke schon, er ist schnell. Ah, was soll ich denn hier machen? Ich meine, ich habe ja jetzt hier kein... Dach hoch komme ich nicht. Das Minenbike, weiß ich nicht. Ich brauche vielleicht einen Lappen. Ja, Rufus. Oder wir machen hier seine coolen Moves. Nee, Moment, das wollte ich jetzt nicht. Was? Keine Ahnung, was das jetzt war. Das Spiel spinnt vielleicht gerade ein bisschen. Könnte sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Vielleicht können wir das ja mit dem Spiegel hier abgedönsen. Warum höre ich denn keine Stimmen mehr? Hat das irgendwie was... Keine Ahnung, hallo? Kann ich mal bitte meine Stimme wieder hören? Einstellungen? Wer hat die Stimme ausgestellt? Ja, keine Ahnung, wer die runtergestellt hat. Ich war es nicht. Nächster, bitte! Ich war es nicht. Und bin mal ganz gespannt, was die jetzt zu sagen haben. Hier so. Und was wird das jetzt? Naja, meine Sachen sind so schmutzig. Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fusel als Reinigungsmittel verwenden. Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. Ja. Okay. In die Leber oder den Hey. Tank. Hochprozentiger Alkohol und eine Glühbirne. Ich könnte explodierende Weihnachtskugeln bauen. Cool. Fehlt nur noch der Baum und ein Streichholz. Na, immerhin. Ne? Hey. Ich weiß schon. Der hochprozentige Alkohol. Jetzt bin ich gerade erschrocken. Doofes Handy. Ich hoffe, es hat... Ich denke, man hat es in der Aufnahme gehört, aber... Es ist halt so. Wisst ihr, man hört auch mal ein Miauen aus dem Handy. Jetzt haben wir das wieder rein. Was soll das denn bitte? Nee, du sollst sie eigentlich da drin lassen. Ich habe keine Ahnung, was es bringt.
Du sollst es drin lassen, du sollst den Kasten einfach nur zumachen, mein Guter. Das ist hier gerade mein größtes Problem, dass ich keine Ahnung habe, was ich tun soll. Und vielleicht doch mal mit Doc reden kann, aber das wird sicher auch nichts bringen. Ich habe echt keinen Plan. Was ist eigentlich mit seinen Beinen? Hallo! Hm? Oh! Ich habe noch... Immer her damit! Immer her damit! Nee. Nichts was... Selbst DIY. DIY für Win, genau. Ich muss dann mal... Mach es gut. Oh, ich hab echt keinen Plan. Es liegt an der Dunkelheit. Sie verzerrt die Schallwellen. Bei Licht hat mein Sonar immer 1A funktioniert. Ja, weil man da auch alles sieht. Wie mache ich denn da Licht an? Ich meine, eine Signallampe habe ich ja schon drin. Ich brauche am besten nur noch anderes Licht. Aber wo und wie wir das herbekommen, das nehmen wir dann wohl erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, das wird dann keine wieder so reine Rumprobierfolge. Wenn ich jetzt wirklich keinen Plan habe, dann gucke ich auch gerne offscreen, was wir da machen können, was ich da machen kann. Ja, trotzdem hoffe ich, dass ihr auch in dieser Folge Spaß beim Zusehen hattet und dass ihr auch in der nächsten Folge jetzt wieder mit einschaltet. Dann würde ich sagen, bis dahin und ciao.